Und Tor! Robin Krause ist der Torschütze für die Eintracht. Erstes Saisontor für den Neuen, der vom FC Ingolstadt kam. Ja, ich habe ab und zu da schon mal gespielt. Dadurch habe ich natürlich auch die Emotionen dann auch mitgenommen im Stadion. Ein absoluter Traditionsverein. Ich bin jetzt ein paar Tage da, wenn du durch die Stadt läufst, alles ist blau-gelb. Das ist schon geil, wenn man so für so einen Verein dann spielen kann. Gut, da brauche ich jetzt nicht lange überlegen, das ist die Relegation gegen Nürnberg gewesen, das Rückspiel. Ich glaube, das hat jeder mitbekommen, das hat jeder gesehen. Ich spreche nicht mehr so gerne darüber, aber das ist, glaube ich, ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Ich stand neben der Trainerbank und bin eskaliert. Ja, Relegation, gut, ich habe jetzt auch die letzten 3 Jahre Relegation gespielt und glaube ich Relegationsrekordspieler in der Liga. Möchte ich auch nicht unbedingt haben, wenn es am Ende wieder so ist, dann ist es so. Ich nasche gerne mal, aber wie gesagt, es ist deutlich weniger geworden, als es mal war. Das kommt dem Körper auch zugute. Irgendwann, ja, kommt der Bauch, der wird irgendwann auch kommen bei mir, da bin ich ganz, ganz sicher. Irgendwann, wenn ich die Fußballschuhe an den Nagel hänge, dann wird es darauf hinauslaufen, dass da ein kleiner Wohlstandsbauch entstehen wird. Jo, Fahrrad ohne Licht. In meiner Jena-Zeit damals noch, geht nicht. Du. Ich glaube, 20 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Dann war's okay. Party-Eskalation. Betrunken sein. Das gehört doch dazu, oder? Also ich glaube, wir sind ja alle Sportler, um maximale Erfolge zu erzielen. Und dann muss man das halt auch feiern. Ne? Feste soll man feiern, wie sie fallen. Ne? Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.